Es gibt ja momentan diese Rentendebatte, bei der die Frage ist, ab wie vielen Jahren darf ich endlich die Rente haben und ab wann habe ich endlich mal in meinem Leben Feierabend? Wie sähe das mit einem bedingungslosen Grundeinkommen aus? Durch bedingungsloses Grundeinkommen wird diese Debatte schlichtweg also völlig unnötig. Jeder geht dann in Rente, wenn er selber will oder es will ihn keiner mehr haben. Also man kann lebenslang arbeiten bis 90, wenn die Leistungen so sind, dass sie geschätzt werden, die Leute wollen einen haben, oder man hört mit 40 auf. Man kann sich, weil man bekommt gewissermaßen, man kann das bedingungslose Grundeinkommen bezeichnen wie lebenslanges BAföG, lebenslange Rente, lebenslanges Kindergeld, man kann es nennen, wie man will, lebenslange Arbeitslosengeld und sowas. Man hat das Geld immer zur Verfügung, auszusteigen oder einzusteigen. Alle sozialen Ungerechtigkeiten, die heute entwickelt werden, indem man sagt, Rente mit 67 oder Rente mit 70 oder Rente mit 62, dieser ganze Mist entfällt einfach. Wir haben heute das Problem, die Leute werden frühzeitig ausgebremst oder spätzeitig oder wie immer, sie werden ausgebremst in ihrem eigenen Lebensvollzug durch juristische Maßnahmen und wenn man dann einfach, dann werden in Verhältnisse getrieben, die nicht ihrem Inneren entsprechen, das hört auf.